Es ist ein Geschäft, das jedes Jahr Milliarden einbringt. Und jeder soll da mit einsteigen und kräftig mitverdienen können. Ich will heute mit dir mal besprechen, wie wirklich großes Einkommen im Network Marketing für dich möglich wird. Und da meine ich wirklich großes Einkommen. 3,8 Millionen Euro nach nur 8 Jahren. Das Geheimnis: Network Marketing. Ein Geschäftsmodell, in dem Kunden zu Verkäufern werden und selbst neue Verkäufer anwerben. Die sozialen Medien sind voll davon. Network Marketing ist mega geil. Wenn du ganz viele Leute hast, dann verdienst du überall mit. Es kumuliert sich weiter nach oben. Die Produkte, angepriesen als wahre Alleskönner. Das ist ein Zuckerzerstörer. Reich, schön und gesund. Wer steckt dahinter? Was verbirgt sich hinter den Versprechen? Und wie viel davon ist wahr? Ich habe nichts verkauft. Nichts verkauft. Ich recherchiere undercover und entdecke eine unglaubliche Vertriebsmasche mit fragwürdigen Wundermitteln. Mir hat neulich im Wartezimmer einer Arztpraxis eine Frau von ihrem Job erzählt, in dem sie 20.000 Euro im Monat verdient, nur durch das Empfehlen von Produkten. Und ich könnte das auch schaffen, und zwar ohne irgendwelche Vorkenntnisse und ohne irgendein Risiko. Ich müsse nur mit einsteigen, und zwar bei diesem Unternehmen. Und ich frage mich, kann das wirklich funktionieren? Die Firma, für die sie arbeitet, heißt Forever Living Products, ein Unternehmen aus den USA, das sich auf Produkte auf Aloe Vera Basis spezialisiert hat. Kosmetikartikel, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel. Eine breite Palette. Doch kann man wirklich damit so viel Geld verdienen? Während meiner mehrwöchigen Recherche stoße ich auf dubiose Versprechen. Das haut die Bakterien weg. Ich schwör's euch, das ist irre. Irre! Und geprellte Vertriebspartner, die auf Schulden und Produkten sitzen geblieben sind. Ich fühle mich wirklich abgezockt. Was ist das für ein Geschäft, wo Fremden einfach so 20.000 Euro Einkommen pro Monat versprochen wird? Ich werde neugierig. Um in diese Welt einzutauchen, melde ich mich in verschiedenen Facebook-Gruppen an, unter falscher Identität. Prompt werde ich von Leuten angeschrieben. Hallihallo! Würdest du gerne etwas über mein Business erfahren? Es lohnt sich wirklich, sich diese Zeit zu nehmen. Ich dachte, ich spreche dich mal persönlich an. Seit kurzer Zeit bin ich nebenberuflich selbstständig. Mit tollen Produkten im Gesundheits-, Fitness- und Wellnessbereich. Hättest du da Lust drauf? Kurz darauf bekomme ich die erste Einladung zu einer Online-Präsentation. Geführt von einer der bekanntesten Größen aus dem Forever Living-Universum. In diesem Webinar soll ich mehr über das Geschäftsmodell erfahren. Vieles scheint lange unerreichbar, bis jemand das Gegenteil beweist. Mit Mut, Kreativität und Intuition. Starke Bilder, starke Worte, starke Emotionen. So beginnt die Präsentation. Es soll wohl klar werden, hier geht's um was ganz Großes. Dann meldet sich Rolf Kipp zu Wort. Hallo und herzlich willkommen zu 40 Minuten wertvollsten Informationen, die Ihr Leben ganz sicher bereichern werden und positiv beeinflussen werden. Mein Name ist Rolf Kipp. Diese wertvollsten Informationen handeln von mehr Freizeit, Zeit für die Familie, Gesundheit und vor allem finanzieller Unabhängigkeit. All das könnte erreicht werden, wenn man in das Geschäft mit einsteigt. Und es kommt noch mehr. Denn das, was ich dir jetzt vorstellen werde, wirst du möglicherweise erstmal gar nicht glauben können. Und viele sagen, na Mensch, das hört sich ja fast an wie im Paradies. Dann zeigt er eine Tabelle, die beweisen soll, welch übermäßiges Einkommen hier möglich sein soll. Von 36.000 Euro nach dem ersten Jahr bis hin zu 3,8 Millionen Euro nach nur 8 Jahren. Das soll man hier verdienen können, und zwar mit wenig Arbeit. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, aber das gibt es wirklich.
mit nur 5 Arbeitsstunden pro Woche mehr verdienen als die meisten Menschen in ihrem Fulltime-Job. Das Geheimnis für diesen enormen Erfolg liege im Multilevel-Marketing, einer provisionsbasierten Vertriebsstrategie, in der man nicht nur Produkte empfiehlt, sondern neue Verkäufer anwirbt, die ihrerseits auch neue Verkäufer anwerben. So soll man für eine Arbeitszeit von 500 Stunden vergütet werden, obwohl man selbst nur 5 Stunden arbeitet. Arbeitszeit multiplizieren nennt er das. Klingt doch super, oder? Der Einstieg kostet 360 Euro für das Starterpaket. Mit dem bekomme man die Produkte auch bereits 30% günstiger. Und diesen schreibt er tolle Fähigkeiten zu. Verjüngend, antiviral, schmerzlindernd. Ob das alles auch so stimmt? Dieser Frage werde ich nachgehen. Laut Eigenwerbung ist Forever Living Weltmarktführer in exklusiven Aloe Vera Produkten und schon ziemlich lange im Geschäft. Das Unternehmen aus Arizona besteht seit 40 Jahren. Im Laden gibt es die Sachen nicht. Der Vertrieb läuft ausschließlich über Empfehlungen. Und das ist, wenn man den Vertriebspartnern glaubt, ein hochprofitables Geschäft. Rolf Kipp soll in seinem Netzwerk zum Beispiel 40 Millionäre hervorgebracht haben. So steht es zumindest in einem Online-Magazin. Aber wie viel Wahrheit steckt da drin? Das Internet ist voll von Bildern, die suggerieren, mit Forever Living kann man es sich richtig gut gehen lassen. Reich, gesund und glücklich. So schön kann also das Leben sein. Und wie das funktionieren soll, will er hier zeigen. Jim Mentor. Morgen zeige ich tatsächlich meinen persönlichen Kontoauszug live im Online-Meeting. Und ich zeige, wie ich jeden Tag 1.321 Euro passiv verdiene mit einem Milliardenkonzern und vor allem das Ganze ohne 9-to-5-Job, wie du das auch kannst. Das ist wirklich eine Menge Geld. Und ich merke langsam, wie die Bilder und die Versprechen auch bei mir zu wirken beginnen. Eine ehemalige Vertriebspartnerin wird mir später erzählen, wie das Ganze bei ihr abgelaufen ist. Doch zunächst zu meiner eigenen Geschichte. Ich will mehr wissen und melde mich für das Webinar an. Geführt wird es von den Eltern von Jim Mentor. Offensichtlich ist die ganze Familie mit im Boot. Im Webinar kommen verschiedene Personen zu Wort, die es geschafft haben sollen. Und sie erzählen immer wieder sehr ähnliche Geschichten. Damit du wieder mehr Zeit für dich, für deine Family, für deine Lebensträume hast. Dass du wieder mehr Lebensqualität, langfristige Gesundheit hast, Selbstbestimmung und Freiheit. Lebensqualität, Gesundheit, Selbstbestimmung. Das habe ich doch schon mal gehört. Und was kannst du dazu sagen? Es tut schon etwas mit mir. Es löst in mir ein gewisses Gefühl aus, dass ich es in Frage stelle, ob es vielleicht doch möglich sein kann, dass man 20.000 Euro oder mehr im Monat verdienen kann. Weil die stellen so viele Leute vor, die genau dieselbe Geschichte erzählen. Alle natürlich super gut angezogen, in irgendwelchen tollen Parks, im Hintergrund eine fette Villa. Und irgendwie, ja, also ich glaube, wenn man dafür empfänglich ist, dann zieht das. Ja. Nach Abschluss des Webinars werde ich aufgefordert, meine Kontaktdaten dazulassen. Ein paar Tage später folgt der erste Anruf. Ich nehme mich dabei auf. Hallo, schön, dass ich dich erreiche. Was denkst du? Steigst du mit ein? Ja, ich weiß noch nicht so richtig, worum es geht. Also ich verstehe, es geht um Forever Living Products, ja? Richtig. Und damit die zu vertreiben, die Produkte? Genau. Genau, also ich erkläre mal in meinen Worten, okay? Also, du hast tatsächlich die Brigitte Mentor, die Mutter von Jim Mentor, die coacht dich. Die ist auf Rang Nummer 4 auf der ganzen Welt bei Forever. Das musst du dir mal vorstellen. In 162 Ländern auf Platz Nummer 4. Wahnsinn. Sie macht 170.000 im Monat. 170.000 passives Einkommen und von ihr lernt man. 170.000 Euro im Monat? Richtig. Das richtig. Ist wirklich wahr. Das ist richtig wahr, Alex. Alexandra, du bekommst hier was in die Hand. Das ist das Wichtigste.
Weil im Online-Marketing zum Beispiel hast du ja auch die New Era, eine viel höhere Reichweite im Netz. Du erreichst mehr Menschen im Online-Bereich. Das wirst du alles beigebracht bekommen, von uns. Denn wir sind ja die Experten in dem Bereich. Und es geht darum, dass ich diese Produkte, also was genau muss ich eigentlich machen? Ja, ich erkläre es dir. Also, wenn du das sogenannte Business Coaching von uns erwirbst, dann bekommst du erstmal ein mega riesen Starterpaket. Das heißt, 45 Pakete, Clean 9 Pakete. Das ist ein Starterpaket. Also eine riesen Produktpalette, die du dann nach Hause geschickt bekommst. Und diese 4.600 Euro, die das kosten sollte, geht nicht an uns, sondern es geht direkt auch an Forever Living. Also wir nehmen erstmal kein Geld. Also nochmal 4.600 Euro müsste ich dann sozusagen aufbringen? Ja, für den Einstieg, Alexandra. Aber was wir sagen, wenn du einen Aufwand von 5 Stunden in der Woche investierst, und das ist nun wirklich nicht viel, dann hast du nach 3 Monaten ein passives Einkommen von sage und schreibe 5.000 Euro. Nach 3 Monaten schon? Ich garantiere es dir, von meinem Munde, weil das ist einfach Tatsache. Wenn man natürlich mehr Zeit investiert, kann man natürlich darüber hinaus verdienen. Weil Forever-Produkte, das sind Aloe Vera-Produkte, die sind auch natürlich und hilfreich. Und ich will das jetzt gar nicht groß raustönen, den Schirm hat's gesund gemacht. Er hatte eine Hautkrankheit und er wurde dadurch gesund. Es werden viele Menschen auch durch die Produkte von Forever gesund. Man darf das ja nicht präsentieren, sag ich mal, wegen der Pharmaindustrie. Du weißt ja, die wollen das große Geld machen. Die verdienen ja nur an den Kranken. Also ich bin kein Verkäufer, versteh mich da jetzt nicht falsch. Ich habe vor 2 Jahren selber damit begonnen, mit Forever, die Produkte auch zu mir zu nehmen. Und mir geht es tatsächlich besser. Ich will das jetzt nicht groß rausprotzen, es ist reine Tatsache. Ich rede mal nur von der Zahnpasta, ja? Was die alles drauf hat. Man kann sie inhalieren, man kann sie auf die Wunde schmieren, dein Zahn wird stärker. Sobald man nur die Zahnpasta benutzt, bin ich sicher, man wechselt zu Forever. Unglaublich. 5.000 Euro garantiert und diese Heilsversprechen. Was erzählt mir dieser Typ da alles? Was ist das eigentlich für ein Unternehmen, in dessen Namen solche Aussagen getroffen werden? Forever Living ist riesig. Der US-Konzern ist eigenen Aussagen nach mehrere Milliarden Dollar schwer. Und ein wahrer Global Player im Multilevel-Marketing. In mehr als 160 Ländern sind sie aktiv, seit 20 Jahren auch in Deutschland. Und so funktioniert das Geschäftsmodell. Beim Network-Marketing werden die Kunden einer Firma zu selbstständigen Verkäufern. Sie empfehlen das Produkt an ihre Bekannten weiter und werben gleichzeitig neue Verkäufer an. Die werben wiederum neue Kunden und neue Verkäufer an. Die sogenannte Upline, also diejenigen, die darüber stehen, erhalten für das Anwerben und Verkaufen eine Provision. Je mehr Stufen, desto mehr verdienen die Personen an der Spitze. Weil es verschiedene Ebenen gibt, spricht man hier von Multilevel-Marketing. Ist das legal oder handelt es sich hier um ein illegales Pyramidensystem? Ich treffe mich mit Peter Solf in Bad Homburg. Der Rechtsanwalt ist Geschäftsführer vom Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität. Ihm erzähle ich von meinen Recherchen und zeige Ausschnitte aus den Webinaren. Die Erfolgsaussichten, die dort getroffen werden, sind sehr grenzwertig hoch. Ich weiß nicht, ob das alles realisierbar ist und das auch nicht unbedingt unter dem Standpunkt, unter der Prämisse, dass ich sowas öfter sehe, sondern ich denke, mit gesundem Menschenverstand sollte man durchaus hier entsprechende Zweifel an solchen Aussagen haben. Natürlich geht es hier ganz zentral um die Abgrenzungsfrage. Was steht im Vordergrund? Geht es wirklich darum, nur Produkte zu verkaufen und eventuell neue Vertriebspartner für diese Produkte dazu zu gewinnen, zusätzlich? Oder geht es ausschließlich darum, neue Partner für dieses System zu gewinnen, dann wäre es in der Tat möglicherweise unzulässig und vielleicht sogar strafrechtlich relevant. Pyramidensysteme sind in Deutschland verboten. Ohne Produkt gäbe es kein echtes Geschäft. Bei Forever Living gibt es allerdings Produkte. Aber welche Rolle spielen diese eigentlich? Diese Frage stelle ich mir während meiner Recherchen immer wieder. Ich will mehr über das Unternehmen und die Produkte erfahren und bestelle mir ein paar der Bestseller.
Aloe Vera Gel, 2 Tüten Gemüseshakes und ein paar Dosen Nahrungsergänzungsmittel. Das alles für stolze 340 Euro. Sind diese Produkte ihr Geld wert? Also hier steht, enthält über 20 Frucht- und Gemüsesorten sowie Vitamin C, E und Magnesium, die deinem Körper helfen, leistungsstark zu bleiben. Klingt doch eigentlich ganz vielversprechend. Und auch im Netz schwärmen die Leute von den Produkten. Durch Clean 9 habe ich ein völlig neues Körpergefühl. Ich verspüre keinen Hunger mehr und habe richtig Lust auf Bewegung. Ich habe viel mehr Lust auf gesundes Essen und fühle mich dadurch fitter und schlanker. Das ist ein Zuckerzerstörer. Er hat eine ganz besondere Fähigkeit. Er hat hier eine Schlingpflanzenart drin, die nennt sich, ich muss immer wieder gucken, Gymnema silvestre. Und das ist eine Schlingpflanze. Wenn du von dieser Schlingpflanze ein Stück essen würdest und würdest danach einen Löffel Zucker essen, dann schmeckt der Zucker wie Sand. Und auch wenn es dir beim ersten Mal sehr schmeckt, es wird im Laufe der Zeit besser. Die Aloe ist wie die Seife für unseren Körper, für unseren Darm. Es wirkt sehr basisch und hilft einfach, den Körper wieder in ein ausgewogenes Säure-Basen-Niveau zu bringen. Prost! Was taugen die Produkte wirklich? Um das in Erfahrung zu bringen, schicke ich sie zur Lebensmittelforschung an die Uni Gießen. Während meiner mehrwöchigen Recherche werde ich immer wieder von dem einen Vertriebspartner angerufen. Ich habe die 4.600 Euro fürs Starterpaket nämlich nicht überwiesen. Jetzt versucht er mich erneut zu überzeugen. Verstehe, ich soll die Produkte verkaufen, aber nicht nur, ne? Es geht nicht unbedingt darum, dass du die Produkte verkaufen tust. Ah, nicht verkaufen. Klar. Also ja, weil klar, kannst du das auch machen, wenn du direkt dein Geld haben willst. Aber finde ich nicht so sinnvoll. Sondern es geht darum, neue Partner zu finden. Es ist ein Empfehlungsmarketing, was ich machen würde an deiner Stelle. Du kennst doch bestimmt viele Leute, die viele Follower haben, auf Instagram zum Beispiel. Ja, ich glaube schon. Den würde ich die Sachen schenken. Jemand, der wirklich einen Bekanntschaftsgrad hat von vielen Followern, der muss natürlich viele Follower haben, ist klar. Der soll das mal testen zum Körper. Entgiften. Zum Beispiel jemand, der etwas molliger ist, dem gibst du das auch mal. Der nimmt direkt ab und er kommt wieder auf dich zu und fragt, Alexandra, wo hast du das Zeug her? Von 10 kommen 5 wieder, das kann ich dir garantieren. Denn egal, wer Forever einmal getestet hat, kommt davon nicht mehr weg. Das kann ich dir garantieren. Das macht süchtig. Bei uns wirst du zum Manager. Wir haben nichts davon, wenn du nicht zum Manager wirst bei uns. Wir verdienen keinen Cent daran, wenn du nicht zum Manager wirst. Deswegen möchten wir alle zum Manager führen. Okay. Also das heißt, ja. Es geht darum, dass ich neue Partner sozusagen in das Unternehmen hole. Ja, so ist es. Richtig, richtig. Du holst die Partner und profitierst davon. Okay. Jeder profitiert davon. Man darf nicht denken, ich trage mich jetzt nicht unter dem ein, der verdient dann an mir. Das ist eine völlig falsche Denkweise. Jeder verdient an jedem, Alexandra. Nur wenn du zum Manager wirst, haben wir was davon. Weil das Geld, das du hier bei uns bezahlst, geht ja nicht direkt an uns, sondern an Forever. Also nochmal, Alexandra, wir verdienen nichts daran, sondern du profitierst davon. Wenn man wirklich damit so viel Geld verdienen kann, warum muss man andere mit so viel Nachdruck überzeugen? Nee, das ist wirklich unglaublich. Eine Zeit lang hat mich der Mann täglich angerufen. Genau, schau da. An manchen Tagen bis zu 9-mal hintereinander. Im Laufe der Zeit folge ich verschiedenen Online-Schulungen und Präsentationen. Mir fällt auf, sie folgen immer ein und demselben Schema. Die Geschichten klingen immer gleich, sie werden nur von anderen Personen erzählt. Von alleinerziehenden Müttern, Unternehmern, die für Forever ihre Firma aufgegeben hätten. Es sind Männer, Frauen, jung und alt. Und sie sind glücklich. Es wird immer wieder dieses Bild suggeriert. Wer zur Forever Family gehört, dem geht es gut. Das zeigen auch Videos von den zahlreichen Events, die von Forever veranstaltet werden. Ich habe einen Termin zu einem Videogespräch mit einer Expertin für solche Vertriebssysteme. Claudia Groß von der Universität Nijmegen in den Niederlanden forscht schon lange zu derartigen Strukturen. Die Betriebswirtin kritisiert das Forever Living Geschäftsmodell. Das Multilevel-Marketing werbe mit gefährlichen Versprechen.
Also im MLM wird gesagt, dass jeder nach oben kommen kann. Aber nach oben kommt nur, wer mitverdient an anderen. Und das ist sehr typisch für Unternehmen. Der Unterschied zum MLM ist, dass hier gesagt wird, dass auch der unten, also auch der Hausmeister, auch die Putzfrau, kann Vorstandschef werden. Das stimmt einfach nicht, weil ich ja ganz viele brauche, die unter mir sind. Also rechnerisch, es geht nicht auf, weil ich verdiene ja mit an meiner Downline. Nur dadurch komme ich nach oben. Mhm. Wenn alle oben sind, hat niemand eine Downline. Es gibt einzelne Geschichten von der Putzfrau oder dem Hausmeister im MLM, die es tatsächlich geschafft haben. Aber das ist dann einer aus 10.000, aus 20.000, aus 30.000. Es kann nicht jeder oben sein. Es kann nicht funktionieren. Auf Facebook lerne ich eine ehemalige Vertriebspartnerin von Forever Living kennen. Auch sie habe bis vor 3 Jahren noch an all die Versprechen geglaubt. Doch statt großem Reichtum habe sie sich verschuldet. Wie es dazu kam, möchte sie mir erzählen, unter der Voraussetzung, dass wir ihren Namen nicht nennen und ihr Gesicht nicht zeigen. Offene Kritik sei in der Branche unerwünscht. Laura sei über eine Freundin zu Forever gekommen. Damals war sie gerade in Elternzeit, ihr Geld war knapp. Die Freundin habe ihr vom großen Erfolg vorgeschwärmt. Und da hat sie zu mir gesagt, das sind gute Produkte, das sind wirklich sehr gute Produkte, was bei mir auch was bringt. Und man kann das auch sehr gut verkaufen. Ich meine, ich war auch zu Hause, war ich gerade in Elternzeit mit meiner Kleinen. Und da dachte ich mir auch, okay, kann ich ja nicht viel verlieren. Sie habe ihrer Freundin vertraut und sich auf das Geschäft eingelassen. Die rund 400 Euro für das Starterpaket habe sie sich von ihr geliehen. Ich habe wirklich daran geglaubt. Also ich habe mir das wirklich ausgemalt. Wenn ich durchhalte und wenn ich das mache, was die Experten, was die Großen, die schon was erreicht haben, geschafft haben, dann könnte ich das auch schaffen. Und habe wirklich daran geglaubt, okay, das ist mein Geschäft. Das wird funktionieren. Und jedes Mal, wenn wir bei diesen Veranstaltungen waren, haben alle gejubelt und dann waren immer halt Leute vorgerufen, die dann die nächste Stufe erreicht haben. Und ja, ganz toll und ich bin so zufrieden und ich bin so glücklich, dass ich bei Forever mitmache. Und dann hat man auch diese Euphorie. Okay, du schaffst das. Und nach der Veranstaltung denkt man, ah, du kannst Berge versetzen. Und dann kommt man zu Hause an und kommt man in der Realität an. Und denkt man, fängt man an zu rechnen, oh. Und nächsten Monat muss ich dann schon wieder Produkte bestellen. Wie soll ich dann das schaffen? Denn um überhaupt Geld verdienen zu können, habe sie jeden Monat einen Umsatz von 800 Euro generieren müssen. Durch den Vertrieb und das Anwerben von neuen Partnern. Nur dann sei sie, erzählt sie mir, berechtigt für eine Provision. Egal, ob sie etwas verkaufe oder nicht. Hat denn dieses Geschäft für Sie überhaupt funktioniert? Das hat für mich gar nicht funktioniert. Alleine schon diese Leute werben. Und das wird immer gesagt, ja, du musst erstmal die Produkte jemandem vortragen. Die müssen das kennenlernen in deiner Umgebung. Und wo fängt man an erster Stelle an? Bei der Familie. Da musste ich meinen Vater ansprechen, musste ich meine Tante ansprechen, musste ich meine Freunde ansprechen. Die Produkte dann hingeben, probiert mal, was sagt ihr? Ist das schön? Ist das gut? Bringt das euch was? Und das hat mir jedes Mal so Bauchschmerzen zubereitet, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht. Mein Bruder hat auch mir zuliebe dann so ein paar Euros investiert und hat ein paar Produkte gekauft und hat gesagt, also die Produkte bringen bei mir überhaupt nichts. Also das, was versprochen wird, wirklich nichts davon. Ihre Familie sei skeptisch geworden, doch ihr Team habe sie gedrängt und gesagt, jeder Unternehmer müsse am Anfang kämpfen für den Erfolg. Immer gesagt, das ist dein Geschäft, du musst es ausblenden, du musst nur das Positive sehen, das Negative musst du halt hinter dir lassen. Es wird immer Menschen geben, die sagen, das wird nicht funktionieren, du schaffst das nicht, du wirst das nicht können. Und das macht natürlich nach einer Zeit so einen Druck. Man will es schaffen und will es weitermachen und alleine schon die Familie zu beweisen, dass es funktioniert oder dass ich es kann. Und das verursacht dann, dass ich immer mehr und mehr und mehr Geld investiere, ohne dass irgendetwas passiert. Bald habe sie nicht mehr gewusst, wem sie die Produkte überhaupt noch anbieten sollte. Und Geld für den Einkauf habe sie auch nicht mehr gehabt. Der Druck aus ihrem Team habe aber weiter zugenommen. Ich wurde sogar darauf animiert, wenn ich das Geld nicht habe, soll ich Sachen verkaufen. Und wo ich dann von meiner Tochter diese Spielsammlung verkauft habe, da habe ich auch gedacht, nein,
Das geht nicht. Ich kann nicht Sachen von meiner Tochter verkaufen, dafür, dass ich halt mal Produkte kaufe, dass ich dieses Ding dann weiterhin versuche. Und dann wurde mir dann nochmal gesagt, ja, dann guck doch mal, ob du noch irgendetwas zu Hause hast. Und ich habe dann angefangen, dann die Elektrogeräte zu verkaufen. Dann habe ich einen Riesenstreit gehabt, auch mit meinen Freunden. Und dann habe ich gesagt, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Praktiken, von denen Forever sich offiziell distanziert. Doch für Laura hat sich der Erfolg nie eingestellt. Sie war ein Jahr dabei. Haben Sie denn irgendetwas verdient? Ich habe nichts verkauft. Nichts verkauft. Nicht ein Produkt? Nicht ein Produkt. Nicht ein Produkt. Stattdessen habe sie einen Schuldenberg von 4.000 Euro angehäuft. Aus Kosten für Seminare, Events und einen Haufen Produkte, die niemand wollte. Für die Betriebswirtin Claudia Groß ist das keine Überraschung. Sie erzählt mir von den Zahlen, die das Unternehmen selbst veröffentlicht. Schon da werde deutlich, Forever Living selbst verspricht weder schnelles Geld noch Reichtum. Auf Nachfrage bei Forever Living zeigt sich, dass nur sehr wenige hier überhaupt Geld verdienen. Von 1.000 Vertriebspartnern haben 395 Personen gerade mal bis zu 400 Euro brutto verdient. Darüber wird es immer dünner. Wie viele haben mehr als 20.000 Euro verdient? Und wie viele gar nichts? Darüber gibt Forever Living auf Nachfrage keine Auskunft. Begründung? Sensible Informationen. Sie stünden ja im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Wer diese Zahlen liest, sieht ja, dass es nur sehr wenige sind. Und es ist nicht verwunderlich, weil ich brauche ja eine große Gruppe für ein passives Einkommen. Und ich brauche so viele andere. Und damit kann ja nicht jeder oben an der Spitze sein. Außerdem bin ich kritisch, wenn Nahrungsergänzungsmittel oder überhaupt Gesundheitsprodukte vertrieben werden durch Multilevel-Marketing. Ja? Das Risiko ist, dass im Privatbereich, online oder offline, auch hier das Blaue vom Himmel versprochen wird, was Produkte alles bewirken können. Die Firma distanziert sich also nicht nur von den hohen Einkommensversprechen, sondern verbietet den Vertriebspartnern sogar solche Aussagen. Und auch Heilaussagen sind nach der Unternehmensrichtlinie verboten. Aber halten sich auch alle daran? Von den Vertriebspartnern wird dieses Produkt besonders stark beworben. Scheiß Pornflug. Aber zum Glück haben wir Klinein. Klinein habe ich nicht nur meine sportlichen Ziele erreicht, sondern jetzt kann ich endlich wieder durchatmen. Und auch auf Facebook. Hier werde ich von verschiedenen Personen ungefragt kontaktiert. Sie sehen mich als potenzielle Kundin. Während ich noch auf die Einschätzung aus dem Labor warte, bekomme ich vorher und nachher Bilder zugeschickt, die angeblich beweisen, wie effektiv das Clean-9 sein soll. Eine Dame erzählt mir, dass man mit dem Programm bis zu 8 Kilo abnehmen kann in 9 Tagen. Ich sage, ich hätte einen empfindlichen Darm und sei unsicher, ob ich davon nicht Beschwerden bekäme. Nee, Darmbeschwerden dürftest du nicht haben, weil das Aloe Vera ist ja im Grunde das Allerbeste, was man für einen Darm haben kann. Das trinkt man ja auch, wenn man Darmprobleme hat, wenn man Probleme mit dem Verdauungstrakt hat. Also da wird der Darm ja regelrecht gepflegt. Wahrscheinlich bist du dann deine Darmprobleme los, die du dir durch diese andere Geschichte zugezogen hast. Sie behauptet, Aloe Vera sei auch gut bei verschiedenen Darmerkrankungen wie Reizdarm, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Letztere eine schwere Erkrankung. Ich gebe mich verunsichert und frage, ob ich mich nicht lieber erst ärztlich beraten lassen soll. Die Ärzte kennen sich meistens nicht mit Nahrungsergänzung aus oder auch nicht mit Aloe Vera aus. Aber wie gesagt, kann ich nur sagen, wir haben gute Erfahrungen gemacht. Ich selber habe meinen Darm damit in Ordnung gebracht vor 20 Jahren. Das war mein Einstieg in die Aloe Vera-Geschichte. Ich hatte damals ganz schlimm Pilze im Darm. Ja, und ich habe das halt damit super in den Griff gekriegt. Das war dann eben weg. Ärzte kennen sich also nicht mit Wirkstoffen bei Krankheiten aus? Und diese Tipps, darf die Frau solche Dinge überhaupt sagen, ohne medizinische Fachkenntnisse? Das will ich mit der Verbraucherzentrale klären. Zunächst aber werde ich mich mit einer Vertriebspartnerin treffen, die ich auch auf Facebook kennengelernt habe. Die Frau arbeitet eigenen Aussagen nach seit 15 Jahren für Forever. Eine Kollegin begleitet mich. Wir geben uns zusammen als Interessentinnen für das Geschäftsmodell aus. Was wird uns die Frau erzählen, um uns ins Business zu locken?
Zu Hause hat sie eine ganze Palette an Produkten vorbereitet und lässt uns probieren. Aloe Vera Blatttee, Gemüseshakes und reines Aloe Vera Gel. Die Sachen schmecken fürchterlich. Kann man die wirklich so gut verkaufen? Das ist ein ganz hochwertiger Eiweißshake mit vielen wertvollen Aminosäuren. Die sind sehr hilfreich für vieles, für die Haut, Regeneration vom Darm. Ich habe eine Partnerin bei mir im Team, die hatte Neurodermitis und Bronchialasthma. Die ist mit Forever von diesen Sachen weggekommen. Wirklich? Das klingt ja unglaublich, wie Arznei. Ja, aber genau das ist es nicht. Es ist Nahrung. Schon Hippokrates hat gesagt, Essen soll deine Medizin sein. Und jetzt, vor ein paar Jahren, hat ihr Mann Kehlkopfkrebs bekommen und wurde operiert. Sie hat ihn natürlich vollgepumpt mit allen möglichen Sachen von uns. Er hat zum Beispiel die ganzen Verbrennungen von der Chemo nicht gehabt. Und die ganzen Schleimhäute waren nicht so kaputt von der Bestrahlung wie bei anderen. Toi, 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 bis jetzt ist er noch da. Ist das auch präventiv gegen Krebs? Ich habe nämlich viele Fälle bei mir in der Familie. Auf jeden Fall präventiv. Aloe ist Zellnahrung und schützt die Zellen. Das sind Antioxidantien. Und das ist zum Beispiel sowas. Wenn man da drauf guckt, was da an Obst und Gemüse drin ist, das ist der Kracher. Das ist heute nicht mehr zu bekommen. Das kannst du nicht mehr über normales Obst zu dir nehmen. Oder schaffst du 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag? Und selbst wenn einer das schaffen würde, da ist doch nicht mehr das drin, was vor 20 oder 30 Jahren noch drin war. Aber es kostet schon einiges an Überwindung, um dieses Zeug zu trinken. Wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann trinkt man das. Weil das trinkt ja keiner zum Vergnügen, das Zeug. Das würde doch keiner tun, wenn er einen gesunden Menschenverstand hat. Wenn er nicht die Vorteile spüren würde. Also ich habe immer sehr exzessiv gelebt in meiner Jugend. Rauche noch immer. Ich habe viel in der Sonne gelegen. Also für mich ist das nicht nur ein Gesundheitselixier, es ist auch ein Jugendelixier. Und für mich kann es nichts anderes sein, weil ich habe nichts anderes genommen. Dann erzählt uns die Dame, was die Cremes alles können. Etwa die wärmende Heatlotion und schmiert sich vor unseren Augen die Creme direkt in den Rachen, weil damit Viren und Bakterien abgetötet würden. Wir können es nicht fassen. Vor der Tür unterhalten wir uns über die Erlebnisse. Sie hat schon einiges vom Leder gelassen, ne? Also ich meine, zuerst hat sie sich ein bisschen zurückgehalten, hat gesagt, hier Heilsversprechen darf man nicht machen. Mhm. Wollte mir auch keine Tipps für meinen Reizdarm geben. Aber irgendwann fing sie dann an, ne? Da hat sie losgelegt. Ja, da war Aloe Vera dann die Wunderwaffe auf jeden Fall. Mhm. Also wogegen hilft das alles? Also wir haben jetzt gehört, gegen Pollenallergie, Katzenallergie, Insektenstiche. Mhm. Was hat sie noch gesagt? Ja, unterstützend bei Chemotherapie auf jeden Fall. Ja. Keine Langzeitschäden nach Krebs. Die Produkte von Forever. Bereits im Jahr 2017 hat die Verbraucherzentrale davor gewarnt. Kennzeichnungsmängel, unzulässige Werbeaussagen und fragwürdige Inhaltsstoffe. Fazit: Dies lässt an der Seriosität des Anbieters zweifeln. Auch in England und in den USA ist Forever in der Vergangenheit bereits verwarnt worden, wegen unzulässiger Heilaussagen und weil Produkte wie das Clean 9 die Grenzwerte an Blei überschritten hatten. Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale in Frankfurt hat sich mit den Werbeversprechen des Unternehmens auseinandergesetzt. Was sie heute beim Unternehmen über die Produkte finden kann, sei weitgehend in Ordnung. Anders bei den Vertriebspartnern. Beispiel Clean 9. Es wird ja ein Programm, ein Reinigungsabnehmprogramm angeboten und es wird überhaupt nicht gesagt, wodurch da also eine Reinigung erfolgen soll, mit was wir denn überhaupt verdreckt sein sollen. Es wird die Behauptung eben aufgestellt, dass ohne eine vorhergehende Reinigung das Wunschgewicht nicht erreicht werden kann. Auch das Wunschgewicht, das kennt der Hersteller ja gar nicht und damit ist ja gar kein konkretes Gewichtsreduktionsversprechen damit. Es ist alles sehr, sehr global gehalten, sehr unkonkret und überhaupt nicht durch irgendwelche Zutaten dann im Einzelnen belegt, wodurch diese Wirkung erreicht werden soll. Ich zeige ihr meine Recherchen. Viele der Werbeversprechen sind aus ihrer Sicht kaum haltbar und auch nicht zulässig. Und dennoch ein typisches Phänomen des Multilevel-Marketing. Etwas, was sie immer wieder bei vielen anderen ähnlich strukturierten Unternehmen beobachtet. Es
ist ein Grundproblem. In der Regel werden da als Vertriebspartner medizinische Laien beschäftigt. Und das, uns fällt immer wieder auf, und der Lebensmittelüberwachung ebenso, dass da eben mit gesundheits- und krankheitsbezogenen Aussagen agiert wird, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Kann natürlich, wenn das Versprechen sind, wo jemand, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber wenn jemand Medikamente einnimmt und dann zusätzlich solche Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, sind ja auch die Pflanzenstoffe enthalten, sind ja auch Wechselwirkungen möglich oder Nebenwirkungen. Mhm. Also das kann in jedem Fall gesundheitsriskant sein. Ob Forever Living darüber Bescheid weiß? Immerhin geben sie ja vor, die Vertriebspartner ordentlich zu schulen. Ich bin gespannt, was sie zu sagen haben. Vorher spreche ich wieder mit der Wettbewerbszentrale, diesmal mit der Expertin für die Europäische Health Claims Verordnung. Was die Produkte selbst und die Bewerbung dafür betrifft, also ist mir aufgefallen, dass man natürlich versuchen muss, die etwas aufzuwerten. Die sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, relativ teuer. Das heißt, ich muss denen ja irgendeinen Zusatznutzen beifügen. Und das scheint mir ja hier darin zu bestehen, dass man einfach behauptet, dass die auch gegen Krankheiten helfen oder Krankheiten vorbeugen können. Ist das denn zulässig? Das ist nicht zulässig. Da muss man immer auch wieder im Auge behalten, dass Nahrungsergänzungsmittel keine Arzneimittel sind, sondern Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Und Lebensmittel unterliegen ganz strengen rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Werbung. So darf man zum Beispiel für Lebensmittel nicht mit Krankheitsbezügen werben. Das heißt, das ist ziemlich gleichgültig, ob ich das direkt mache oder mittelbar. Aber ich darf nicht den Eindruck erwecken, dass Nahrungsergänzungsmittel in irgendeiner Art geeignet sind, bei Krankheiten zu helfen. Sie wird jetzt prüfen, inwiefern gegen die Vertriebspartner Unterlassungsklagen eingereicht werden können, denn die sind in der Haftung. Aber auch das Unternehmen sollte nachweisbar sein, dass es diese Aussagen wissentlich duldet. Ich frage bei Forever Living nach. Auch Sie bekommen die Recherchen vorgelegt. Was die unten aufgeführten behaupteten Gesprächsinhalte angeht, so enthalten diese in Teilen Inhalte, die wir so nicht billigen. Einige Aussagen können als grenzwertig eingestuft werden. In diesem Fall sieht die Unternehmensrichtlinie eine Abmahnung, je nach Schwere des Verstoßes, auch die außerordentliche fristlose Kündigung des Vertragsverhältnisses vor. Ich habe Zweifel. Weiß Forever wirklich nichts darüber? Immerhin, ich habe Heilaussagen von verschiedenen, einander unabhängigen und langjährigen Vertriebspartnern gehört und gesehen. Unter anderem von Rolf Kipp. Ich bekomme einen Anruf von der Lebensmittelanalytikerin Gertrud Morlock von der Uni Gießen. Sie hat jetzt die Produkte prüfen können und will sich mit mir treffen. Die Wissenschaftlerin beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit der Wirksamkeit von Inhaltsstoffen. Nützen diese Produkte überhaupt etwas, zum Beispiel dem Darm? Aber auch Aloe Vera Gel besteht ja zu 99% aus Wasser. Also wenn man jetzt vielleicht ein Mineralwasser trinkt oder so, wird der Stuhlgang auch schon besser. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt 31 Euro für so ein Produkt ausgeben würde. Und man hat auch hier noch ein bisschen Ascorbinsäure drin, also Vitamin C und Zitronensäure, vermutlich zur geschmacklichen Abrundung, weil das ja fast nach nichts schmeckt, das Gel. Also es ist ein Produkt für 31 Euro. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde Haferflocken essen oder Mineralwasser trinken, dann kommt auch mein Darm wahrscheinlich gut zurecht. Ihr Urteil, viel zu teuer für den angeblichen Nutzen, zumal für viele Inhaltsstoffe in den Produkten nicht eindeutig zu sagen sei, ob sie überhaupt etwas bewirken. Es sind zwar schon Pflanzenextrakte mit dabei, die sicher auch Wirkstoffe haben, die günstig sein können, aber man muss es natürlich auch mit klinischen Studien zeigen, ob da eine Wirkung dahinter steckt. In der Dosierung, bei manchen steht auch drauf, nach Belieben. Das geht nun gar nicht, weil dann kann ich ja auch manchmal gar nichts essen. Also wir wissen ja aus dem Wirkstoffbereich, dass man dann auch eine regelmäßige Dosis braucht, ne, um dann eine Wirkung zu sehen. Doch auf Nachfrage stelle ich fest, Nachweisstudien hält Forever für die eigenen Produkte für nicht notwendig.
Klinische Humanstudien zur Wirksamkeit unserer Produkte haben wir nicht durchführen lassen. Dies ist bereits deshalb nicht erforderlich, weil unseren Wirkaussagen zu den in den jeweiligen Produkten enthaltenen Zutaten gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde liegen. Beim Aloe Vera Gel sei das zum Beispiel das Vitamin C. Ob es noch andere Produkte mit wirksamen Stoffen gibt, will Forever nicht beantworten. Wie kann sowas möglich sein? Gerne hätte ich zu diesem Geschäftsmodell ein Interview mit dem hessischen Verbraucherschutzministerium geführt. Aber die verweisen auf das Frankfurter Veterinäramt, die lokale Lebensmittelüberwachung. Forever hat einen Sitz in Frankfurt. Doch auch das Veterinäramt ist, wenn überhaupt, nur für die Qualitätskontrolle der Produkte zuständig. Etwas, was sie schon lange kritisiert. Für Multilevel-Marketing fühle sich keine Behörde zuständig, obwohl bundesweit fast 1 Million Personen in solchen Strukturen arbeiten. Der Verbraucherschutz kümmert sich natürlich um die Qualität von Produkten, zum Beispiel um Nahrungsergänzungsmittel, dass die uns nicht schaden. Das Problem ist aber bei MLM, dass es ja nicht nur um die Qualität der Produkte geht, sondern mit welchen Versprechen die verkauft werden. Hier wird zu wenig kontrolliert. Das heißt, der Verbraucherschutz braucht mehr Befugnisse, um sich auch um die Vertriebsstruktur zu kümmern. Solange sich keine politische Ebene zuständig fühlt, wird das große Geschäft mit falschen Versprechen weitergehen und Milliardengewinne gemacht auf Kosten anderer.